Hallo liebe Klemmersteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich euch ein Home-Video präsentiert habe. Es war jetzt eine ganze Weile lang ruhig. Das lag daran, dass ich im letzten Jahr was bestellt hatte und das ist einfach nicht angekommen. Das ist einfach nicht geliefert worden und ich habe eigentlich auf diese Sendung gewartet, dass ich mal ein Gesamt-Haul-Video machen kann. Weil es ist schon in der Zwischenzeit so ein bisschen was, immer so einzelne Sachen eingetrudelt. Und dann habe ich irgendwie den Absprung verpasst, dass ich jetzt sage, ja gut, jetzt mache ich halt ein Video. Weil ich immer auf dieses eine Set gewartet habe. Inzwischen ist es storniert worden, ich habe das Geld wieder zurückbekommen, obwohl es angeblich schon im Versand war. Naja, egal. Das war bei Modbricks im Black Friday Sale. Da wurde ich die Apollo 11 Mondlandefähre von Mold King habe ich da bestellt gehabt. Da gab es da zum konkurrenzlos günstigen Preis. Manche haben es bekommen damals, wo sie es bestellt haben. Ich habe es halt nicht bekommen. Und jetzt habe ich mal nachgefragt und jetzt haben sie mir kommentarlos einfach das Geld wieder zurück erstattet. Kein Wort. Es ist seltsame Geschäftsgebaren, nicht unbedingt das, was ich jetzt von einem seriösen Händler erwarte. Naja, gut, aber ich habe noch mehr. Also, ich habe ein Set aus diesem Sale bekommen. Das nehmen wir gleich hier vorne weg. Und zwar habe ich hier von Woma den Triceratops. Steht da drauf. Also, so sieht kein Triceratops aus. Das ist ein T-Rex, würde ich sagen. Also, die Chinesen und ihre Bezeichnung von Sets, manchmal ziemlich bescheuert. Also, Triceratops hat Hörner da oben, drei Stück. Deswegen Triceratops. Völliger Quatsch. Auf jeden Fall von Woma die C045 2606 Teile. Wie gesagt, den Black Friday Sale bei Modbricks mitbestellt eigentlich. Das war so noch eigentlich der Beifang, nicht das Set, was ich eigentlich haben wollte. Ich habe gedacht, ach guck mal, ein riesengroßer Karton ist da geschickt worden. Da ist dann bestimmt die Apollo drin. Nee, es waren Dinosaurier drin. Ja, kein Wunder, da brauchen wir auch einen großen Karton. Der Karton ist unglaublich groß für 1600 Teile. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Das ist das erste Ding. So, dann habe ich nochmal was original verpacktes. Und zwar hier von Kobi. Einen schönen Citroën. Ein Citroën Traktion Avant 11 CV von 1938. 1900 Teile, die 24337 1:12 Fahrzeug von Kobi gibt es ja schon einige. Drei besitze ich schon, ich habe noch kein einziges gebaut. Das Ding hier ist gebraucht gekauft, das ist keine Neuware, das habe ich gebraucht für, ich weiß es nicht mehr, 50, 60 Euro mir geschnappt und naja, das, wie gesagt, ich habe die anderen noch nicht gebaut, aber ich finde, die sehen eigentlich alle ganz, ganz cool aus, von daher, ich freue mich jetzt hier drauf, auch wieder zum Bauen. Ich mag so ein Autochen immer mal zwischendurch, ist immer was Schönes. Genau, also ein Citroën als zweites Set. So, mehr Gebrauchtes. Jetzt machen wir mal mit den kleineren Sachen weiter. Nochmal was Gebrauchtes hier von Kada. Das Kada Master Solar System. Hier mit 865 Teilen, die C71004. Das ist hier so, ja, Solarsystem mit Technikteilen und sowas. Weiß gar nicht, ist da sogar ein Motor drin. Designer JK Brickworks, also ist hier so ein, eigentlich so ein ganz bekannter Name im, im,
im Mocker-Bereich das lizenziertes Mock von Kada. Sehr schön. Dann noch ein gebrauchtes Set. Eine große Tüte, alles zerlegt. Moment. Von Hengtai, die Time Windmill, Time Sprite. Ja, eine Windmühle irgendwie da so mit Uhr dran. Ich weiß gar nicht, ist da wirklich eine Uhr drin? Ich weiß es nicht. Ja, schaut es euch an. Lustiges Set. 1944 Teile, die 92035. Genau, da steht irgendwas von Power Module. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt da dabei ist. Habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Oh, naja, wir werden sehen, wenn ich es baue. Genau, also noch ein schönes Set. Und so. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo Motor oder so dabei ist. Naja, egal. Ja, das ist das. Und gebraucht und unsortiert. Unsortiert ist das Stichwort. Jetzt kommen wir noch zum größten Paket hier aus meinem Video. Jetzt haben wir hier vier kleinere Sets, also alles so unter 2000 Teile. Jetzt kommt was Größeres und das habe ich erst in der Neujahrsnacht habe ich das bestellt. Mit einer Flasche Wein-Intus habe ich das bestellt um 3:30 morgens. Ob das eine gute Idee war, das werden wir dann sehen. Aber ich habe es jetzt bekommen. Ich habe es heute bekommen. Also heute ist Dienstag. Also 2 Tage später, Montag verschickt, Sonntag bestellt, Montag verschickt, Dienstag bekommen. Also es ging schnell, mit GLS ist es gekommen. Ihr seht schon, hier von Probrix. Ja, Probrix ist die Marke vom Steinchenshop. Die haben jetzt eigene Modelle. Da gab es ein bisschen Probleme mit den Designern, mit der Qualität der Steine. Die Qualität der Steine ist in Ordnung. Mit der Qualität der Anleitung, mit der Sortierung, dass nicht alle Steine mit abgepackt waren. Teilweise waren die Modelle jetzt nicht so brillant, zumindest vom einen Designer. Also die haben Modelle von 2 Designern, Mittelalter-Sets und Waldsets und italienische Landhäuser und ich glaube, die Zusammenarbeit mit dem einen Designer haben sie, glaube ich, auch eingestellt. Ich weiß es nicht. Also die sind, glaube ich, nicht gerade sehr glücklich mit dem, was sie da bekommen haben. Einerseits vom Design her und andererseits von dem, was dann aus China geliefert wurde. Und jetzt schauen wir mal. Also die Anfangsschwierigkeiten sind groß. Wir hoffen, dass sich das mit der Zeit einrenkt und dass die Jungs vom Steinchenshop da tatsächlich hier nochmal eine Alternative einfach aufbauen. Die Steine selber sind nämlich Gobricks und Gobricks kann man eigentlich nie genug haben. Von daher, also lizenzierte Mocks mit einer schönen Verpackung, wie sie aussieht, werden wir gleich angucken. Keine gedruckte Anleitung, es ist mit PDF-Anleitung. Offiziell hier in Deutschland vertrieben von Steinchenshop bzw. Probrix
Genau. Schauen wir mal rein. Jetzt gucken wir mal das Ganze an, was ich da bekommen habe. So ist doch wieder runter. Ich habe keinen Platz mehr. So, das erste habe ich dem Karton entrissen und jetzt ist da nochmal ein Umkarton drin. Also gut verpackt ist es auf jeden Fall schon mal. So. Also hier, wie gesagt, ein professioneller Karton. Hier auf jeden Fall das Modell Probrix, die Medieval Bakery, also die mittelalterliche Bäckerei. 1318 Teile sind es hier. Die sind nicht sortiert, die Teile, muss man dazu sagen. Designer ist der Gregor. Die Setnummer ist die PB96102. Ab 16 Jahren. Ja, hier. Also die machen hier keine Gefangene. Hier ab 16. Das ist durchaus anspruchsvoller, sagen sie zumindest. Ja, schauen wir mal, ob das auch so der Fall ist. Hier ist das Modell von hinten. Genau, und die Anleitung gibt es als PDF-Download. Da ist wohl ein Kärtchen mit einem QR-Code oder mit einer Webadresse drauf, wo man abscannen kann und dann kriegt man die Anleitung zum Download. Genau. So, vom gleichen Designer. Ich habe die alle vom gleichen Designer gekauft. Das ist der mit den wo die Häuser Inneneinrichtung haben. Der andere, also die, wie gesagt, wir haben Modelle von zwei Designern und beim anderen sind die alle hohl, die Dinger. Eins hat, oder ich weiß nicht, ob die alle das haben, dass teilweise nicht mal die Grundplatte durchgehen, sondern da, wo das Gebäude ist, ist dann unten ein Loch in der Grundplatte. Also da würde dann auch wirklich Material gespart. Dafür sind dann die Außenwände extrem detailliert, ganz viele, ganz kleinteilig gebaut. Die haben unglaublich viele Teile, aber dafür auch extrem viele Mini-Teile, Kleinteile. Und das ist hier zum Beispiel nicht ganz so schlimm bei diesen Sets. Die haben dafür ein bisschen Inneneinrichtung. Das sind größere Teile. Die sind dafür aber auch ein bisschen teurer gewesen im UVP als die des anderen Designers. Und die waren erstaunlicherweise ziemlich teuer. Ja? Also muss ich sagen, ich glaube jetzt hier, die Bäckerei weiß ich jetzt nicht, gerade nicht auswendig, ich glaube 99 Euro für 1300, ne, 1800 Teile oder was. Oder waren es da 129? Oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nicht so wenig. Und hier bei der mittelalterlichen Taverne, die 96101, da waren es 189 Euro. Und den UVP, den hat jetzt der Steinchenjob auf 149 gesenkt. Bei allen Modellen ist es runtergegangen. Ich glaube, bei den anderen beiden setzt jeweils um 20 Euro und hier um 40 Euro runter. Und dann ist es jetzt hier ein ganz anderes Preis-Leistungs-Verhältnis hier. 2927 Teile, 150 Euro sind also pro 1000 Teile etwa 50 Euro. Das sind wir ungefähr im Bluebricks-Bereich. Bloß, dass die hier Gobrix-Steine verwenden. Was Bluebricks auch manchmal macht, ja, nicht immer, aber manchmal. Aber halt hier Gobricks, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch einen 20% Gutscheincode. Ich weiß nicht, wie lange der noch gilt. Noppensteinwelt20 heißt der, also über das Noppensteinwelt-Forum. Da gibt es 20% Rabatt. Das heißt, ich habe jetzt hier für dieses Ding 120 Euro bezahlt. Genau, also
850 minus 30 Euro Rabatt sind es dann 120 Euro. Und das ist dann wieder wirklich ein sehr schöner Preis. Und für den habe ich gedacht, probiere ich das einfach mal aus. Also, hier 2927 Teile, modular aufgebaut, Inneneinrichtung, eine mittelalterliche Taverne, fast 3000 Teile. Das finde ich auf jeden Fall sehr attraktiv. Keine Bauabschnittsunterteilung, alles zu schön zum Sortieren. Das Ding ist jetzt auch relativ schwer und voll. Das war relativ leicht. Da gibt es einiges zu sortieren. Aber 3000 Teile, naja. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Blaustein, ich guck dich an. Ja, Blaustein waren ja 5200 Teile. Dann kann ich auch mal 3000 sortieren. So, und das letzte, das sind die mittelalterlichen Ställe. So, hier. Auch hier 2265 Teile, wieder der Gregor, die 96105. Genau, es gab noch mehr mittelalterliche Modelle. Es gab eine mittelalterliche Kirche, die gibt es tatsächlich auch noch. Die ist vom anderen Designer. Die hat keine Inneneinrichtung, die hat, glaube ich, eine große, durchgehende weiße Wand in der Mitte drin, die für Stabilität sorgt. Aber ich habe Spaß an Inneneinrichtungen, ja. Von außen sieht das Ding Bombe aus, hat auch 3000 Teile oder sowas. Ist halt wirklich extremst kleinteilig gebaut. Wirklich einmal eins, ganz viel. Und da muss ich sagen, das reizt mich nicht so wahnsinnig. Das sieht am Ende gut aus, aber es macht mir nicht so wahnsinnig viel Spaß zum Bauen. Und wie gesagt, ich glaube, die Waldhütte war es, die alte Waldhütte von diesem anderen Designer. Da habe ich ein Review gelesen, das war wohl teilweise nach der Anleitung nicht so richtig zu bauen. Es haben Teile gefehlt. Also, mal schauen, ob hier Teile fehlen. Das kann mir natürlich auch passieren. Wie gesagt, mit dem Rabatt habe ich dann gedacht, ja, das Risiko könntest du eingehen. Ich glaube, das hier hat original 129 Euro gekostet, ist auf 109 reduziert geworden, dann minus die 20% bin ich bei knapp über 90. Ja, rechnen ist gar nicht meine Stärke. Ich muss natürlich unter 90 sein. Ja? Ich bin ja bei 88 oder sowas, muss ich dann sein. Genau, so war's. Die Bäckerei ist, glaube ich, auf 100 runtergegangen, von 119 auf 100. Und da 20% ist, die habe ich für 80 gekauft und die Taverne so eben von 149 von 189 auf 149, dann minus 30% sind wir, 20% sind wir bei 120. Und wie gesagt, für diese Preise habe ich gedacht, das muss ich unbedingt zuschlagen. Ich hatte schon vorher mir die Sachen schon irgendwie auf dem Zettel und habe gedacht, ah ja, das finde ich schon interessant, aber es war mir ein Ticken zu teuer. Gerade diese 190 für die Taverne, die hat mich schon immer gelockt. Aber ich habe dann immer gedacht, aha, das ist schon arg viel Geld. Ja. Ich weiß, ich bin hier cheapo. Ich versuche immer möglichst günstig an meine Glamoursteine zu kommen. Ich mag die mir nachher nicht irgendwie hinstellen und hier ein großes Diorama aufbauen oder sonst irgendwas. Ich mag die kaufen, mag die bauen und bisschen rumstehen haben und dann wieder abbauen und wieder verkaufen. Und das geht halt nicht, wenn ich zu teuer einkaufe, dann habe ich einen riesen Verlust nachher beim Verkauf und dann ist das einfach nicht realistisch für mich umzusetzen, weil ich einfach so viel wegbaue in einem Jahr. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr, ich habe es mal überprüft gehabt, ich glaube,
glaube, über 70 Sets hier im Kanal vorgestellt. Also nicht die kleinen Asterix-Sets, die habe ich nicht einzeln gezählt. Ja? Also richtige Sets mit ein paar hundert Teilen mindestens habe ich hier vorgestellt. Und das geht nicht, wenn ich das Zeug einfach irgendwo horte oder wenn ich damit bei jedem Set riesen Verlust mache. Das ist einfach nicht drin. Deswegen, ich bin immer auf der Suche nach günstigen Gelegenheiten. Und so lässt sich das halt für mich abbilden, sind realistisch abbilden, ohne dass mir meine Frau den Kopf abreißt. Deswegen, da muss ich auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Gut, ja. Ein Haufen neue Sets. Das war aber noch nicht alles. Tatsächlich habe ich noch ein Zugpaket, das ich vorhin in Empfang genommen habe. Das heißt, ich habe heute noch mal was bekommen. Ein Zugpaket aus China. Da sind auch ein paar Sets drin. Nicht alles ist für mich. Da muss ich noch ein bisschen aussortieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier mache oder ob ich euch wieder mit in meinen Baustau nehme und mein Lager, wo das Ding hochgeschleift habe. Das ist verdammt schwer. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal runtertragen möchte oder ob ich einfach die Kameras mit hochnehme und euch es dann oben präsentiere. Allerdings, das kommt dann nächste Woche. Also ein Haul-Video pro Woche langt dann. Ich bin auch nicht dazu gekommen, reinzugucken. Also von daher, es wird dann auch für mich spannend. Gut, also fertig. Alles da. Die erste Lieferung aus dem neuen Jahr ist gekommen. Die erste Bestellung sogar aus diesem neuen Jahr ist schon da. Und das ist doch ein gutes Zeichen für das kommende Jahr, wie das alles hier weitergehen wird. Auf jeden Fall geht mir das Baumaterial nicht so schnell aus. Ich habe wirklich noch genug auf Lager. Also ihr könnt euch auf jede Menge neue Videos freuen. Und ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Ich sage tschüss, bis dahin. Euer Axel von Steinreich TV. Tschüss.